So, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Sonnige Grüße am heutigen Nachmittag, Mittwoch, 22.04. Wir hatten vor kurzem das JFD-Devisenradar abgeschlossen und nahmen in der Sendung bereits Gold mal kurz thematisch unter die Lupe, nicht technisch, denn technisch gab es zuvor eine Analyse, die Sie auch gern hier auf dem JFD-Desktop immer wieder abfragen können, nämlich hier bei diesen Streamfenstern. Ja, hier sehen Sie die Streams. Haben wir hier oben die Trading Shoutouts und mit einem Klick drauf von meinen Kollegen der englischen Abteilung und mir finden Sie hier immer wieder Gold als jüngsten Beitrag oder auch andere Währungspaare, Indizes. Ruhig mal gucken hier in die Trading Shoutouts und wenn Sie da draufklicken, kommen Sie praktisch direkt hier zu unserer Research-Seite. Hier sehen Sie Barbara und auch die anderen Analysten, meine Wenigkeit und jene welche, wie den FD und den Zivko und den Sascha als solchen, die hier noch mit am Start sind. Und letztlich ging es darum, dass wir hier am Nachmittag eine Prognose ausgeworfen hatten, die Sie auch bei Godmore Trader unter den CFDs bzw. in meiner persönlichen Streambox vorfanden, wo es eben darum ging, dass sich hier eine Korrekturbewegung ereignen könnte. Richtig. Und wie wir den Goldpreis vorfinden, aktuell haben wir exakt dieses Level bei rund 1190 Dollar erreicht. Also hier geradezu eine Punktlandung. Wir gehen jetzt mal auf den Chart vom Goldpreis, dem Analysechart von vorhin. Und da sehen wir hier die aktuelle Entwicklung. Da bedarf es keiner weiteren Kommentation. Wir haben hier ganz sauber diese ja fast schon erwartete Korrekturbewegung vollzogen. Der Goldpreis hier signifikant nach unten gelaufen. Hat jetzt auch hier das Unterstützungslevel, das angesprochene bei 1187,50 hier im Stundenchartintervall touchiert und im Prinzip ist jetzt eigentlich die Luft raus beim Goldpreis. Die Korrekturbewegung, die erwartet wurde, und das ist nicht immer der Fall, dass es einen Treffer gibt, aber heute hier geradezu grandios im Sinne eines statistisch schwachen Wochentages und eben dieser Fuzzy-Vektor-Logik Intraday-Tendenz hier am Morgenhandel. Beziehungsweise während des gestrigen Handels sehen Sie eindrucksvoll, dass es eben auch mal in die andere Richtung gehen kann. Goldpreis im Prinzip hier rein unter den statistisch saisonalen Gesichtspunkten mit einer Aufwärtsbewegung vollsehen oder diese sollte sich vollziehen vielmehr. Ja, das Gegenteil ist der Fall gewesen. Wir haben uns hier dann um 1200 mehr oder weniger bewegt und heute Morgen hier im Stundenchartintervall der Goldpreis dann schon mit einer leichten Schwäche und die Annahme eben die, dass es hier im weiteren Tagesverlauf durchaus Rücksetzer geben sollte, geben kann und genau an diesen Fahrplan hat sich der Goldpreis gehalten. Soweit, so gut. Korrektur mit der Headline am Nachmittag ist erfolgt. Die Frage, wie geht es weiter? Und da wollen wir uns jetzt hier direkt dem Analysechart zuwenden, dem Goldpreis-Analysechart hier im Guidance Desk. Und da sehen wir hier, ja, letztlich ist noch keine klare Entscheidung gefallen. Wir haben, und das ist, wenn der Preis die weitere Schwäche jetzt konstant so hält, diesen kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Doch diese Trendlinie ist schräger Natur. Insofern Vorsicht vor einem großen Ausspruch im Sinne, jetzt beginnt die Abwärtsbewegung. Ja, also Gold hat mit der heutigen Schwäche sicherlich unterstrichen, dass hier ein Stück weit Fantasie nach oben schon wieder rausgekommen ist. Wir sehen, die Marke von 1200 US-Dollar je Unze ist hier nicht wirklich zu überwinden. Mit der heutigen Schwäche haben wir hier ein Mehrtagestief, wenn wir auf den tiefen Niveaus bleiben. Und jetzt ist eben die Gretchenfrage, geht es weiter nach unten oder nicht? Tatsache ist, der Goldpreis hat hier theoretischen Spielraum bis in den Bereich 1000 183. Da werden wir jetzt auch direkt mal eine Supportlinie einzeichnen, um das Level ein Stück weit zu unterstreichen. Das ist die aktuelle Unterstützungszone, die der Goldpreis im Zuge der heutigen Schwäche morgen sicherlich noch anlaufen sollte, anlaufen könnte. Von dort oder dort dann speziell entscheidet sich der weitere Verlauf. Aufgrund der bisherigen Tendenzen muss ich sagen, verwandle ich diesen eigentlich grauen Pfeil für eben die statistisch weniger relevante Sequenz eher in einen blau gestrichelten. Den Ausbruch nach oben, der erfährt jetzt mit der heutigen Schwäche eher geringere Wahrscheinlichkeit. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass der Goldpreis heute jetzt sein Pulver verschossen hat, aber morgen
durchaus Richtung 1180, 1183 zurückfallen dürfte, um dann letztlich die Entscheidung herbeizuführen, ob es eben hier signifikant neue Tiefs gibt oder nicht. Machen wir einen Daily Close und die morgige Range erlaubt es, wenn wir heute, wir sind bislang 17,62 Dollar gefallen, wenn wir morgen einen ähnlichen Abwärtssog vollziehen, dann gehen wir hier drunter und wenn wir das Level von 1180, 1183 unterschreiten, speziell hier das Zwischentief dieser Kerze vom 31. März 1178,45, Sie sehen es hier, dann wäre das sicherlich ein Verkaufssignal, was nochmals einiges an Abwärtspotenzial verspricht. Kurzfristig dürften dann hier Niveaus im Bereich 1143 Dollar möglich werden. Technische Ausgangssituation jetzt sicherlich ein Stück weit kritisch, da eben hier der Ausbruch nicht erfolgte. Ich habe, und das haben Sie vorhin gesehen, eigentlich hier generell eine Präferenz nach oben gehabt. Goldpreis tut das Gegenteil im Sinne der heutigen FTSE-Logik. Dennoch ein schöner Treffer im Sinne der schwachen Wochentagstendenz. Und die rufe ich Ihnen gleich nochmal auf. Wir haben heute einen schwachen Tag, morgen der Donnerstag, insbesondere der schwächste Handelstag während der letzten 52 Handelswochen. Sie sehen, der Unterschied von 40% zu 38% ist nicht signifikant, aber generell der morgige Tag auch nicht durch Stärke geprägt beim Goldpreis. Und insofern würde es mich nicht überraschen, wenn der Goldpreis morgen weiter nachgibt. Geben Sie Obacht, liebe Zuschauer. Im Prinzip ist es aber genau das, auf das es ankommt. Und damit will ich es dann auch heute schon beenden an dieser Stelle. US-Indizes schauen wir uns aktuell nicht an. Die haben diese Ausbruchstendenzen der Vortage wieder mal nicht umgesetzt. Das heißt, Konsolidierung setzt sich fort. Und insofern fand ich es wesentlich interessanter, mal den Goldpreis unter die Lupe zu nehmen, Ihnen heute am Nachmittag zu zeigen. Morgen dann wieder werden wir uns die DAX am Morgen anschauen und gegebenenfalls nochmal eine nachträgliche Auswertung von den US-Indizes machen, die hier leichte Schwäche darf, aufweisen. DAX hält sich aktuell hier im Bereich 11.800. Das ist eine wichtige Marke. Wenn wir da runtergehen unter 11.8, das wäre sicherlich schlecht, wenn morgen ein Downgap erfolgt auch. Aber das wollen wir dann morgen weiter behandeln. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Dabeisein, fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Resttag. Hoffentlich noch ein Stück weit Sonne. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.